Klamotten kommen. Und dafür müssen wir dann alles hier so ausschalten wie eben. Und wir wissen, dass wir wenigstens ein paar Kameras umlegen können. Eben. Das Einzige, was mich auf dieser Insel bisher erwartet hat, sind nur Elend, Verrat und Tod. Wie du immer zu so einem kurzen Moment die ganzen Seeminen im Wasser aufploppen siehst. Ja. Yeah. Dann macht's bling. Okay, aber wir sparen uns die Kletterausrüstung, schnappen uns den Bolzenschneider. So dumm, dass ich die Klamottenkiste nicht mitnehmen kann. Da müsste überhaupt sich nur einer da reinschleichen. In so einer Gegend braucht man theoretisch gesehen schon Wechselklamotten. Oder zumindest eine Waschmaschine. Bolzenschneider ist gesichert. Oh. Fahren wir ein bisschen über den Strand. Ganz unauffällig. Fahr. Hey, ja, noch ist der Motor an, noch ist der Motor an. Wo ist er? Ist er in der Schlacke versunken? In der Schlacke versunken. Ah, ist weitergegangen. Guck mal, wir sehen aus wie so ein. So ein mächtiger Militär. Achtung. Ich bin Rambo. Achtung, Patrouille hinter uns. Wieso das A-Team? Ex-Vietnam-Veteran. Alter, da hinten fliegt die Alkonost, wie krass. Guck mal auf den Mond. Da fliegt sie. Halt die Augen offen nach Patrouillen. Ja, die kommt wieder hoch. Ey, der muss da aufpassen, ey. Das ist ja ein Wahnsinns Sichtkegel, der Typ hier. Max, warum bist du stehen geblieben? Hä? Leute, vorbei. Ich stehe hinten an der Landzunge. Aber Patrouillen können wir auch nicht ausschalten, weil wenn die sich dann gegenseitig schon über den Weg fahren und Leichen finden, dann müssen wir halt einfach alle töten. Hol mal den hier vorne weg, der da patrouilliert. Der dürfte außerhalb der Sichtkegel der Patrouillen sein. Ja, weil der läuft doch und müsste eigentlich immer noch ein Stückchen weiter vorlaufen. Leute. War knapp. Das war echt so ultra knapp. Ich hab hier ins Meer gepinkelt vor Spannung. Hol den vorne bei den Docks weg. Je weniger Leute hier rumlaufen, desto angenehmer ist mir das, ey. Da oben auf dem Silo ist schon weg, gell? Ja, den hab ich schon. Kommt einer? Ja, ich. Leute. Nicht zu spannend.
halt's kaum aus. Es ist echt. Oh. Da schreit doch einer. Und Zivis. Also. Ja, Leute, guck mal, der Platz ist clear hier. Die Kamera ist ausgeschaltet? Nein, die Kamera ist noch da, sicher. Gut, lasst sie laufen. Je weniger wir hier kaputt machen, desto weniger fallen wir auf. Blöd. Nicht so nah der Wachturm, Leute. So, bin umgezogen. Wartet, ich komme, aber da ist gerade eine Wache. Ja, die Wache ist in dem Haus da. Wo sind denn die Klamotten nochmal? Hinter dem Boot hier. Da. Achtung, warte. Oh, mein Fernseher geht aus. Kommt raus. Man kann auch so gesehen werden, gell? Ist egal. Ja, aber. Mann, aber ich bin ja nicht umgezogen, Leute. Ja, warte. Hä? Das war doch hier. Warte. Oder nicht? Wache hat sich umgedreht, geh dir die Klamotten holen. Schnell. Oh. Da hinten sitzen. Ach, da vorne. Leute, war das knapp oder was? Ja. Oh Mann! Schnell. Ich schaff's nicht. Hier vorne. Komm. Na, ah, da. Los! Bring rein. Oh, wie geil! Leute, es läuft! Oh. Pack gleich die Waffe weg. Sehr gut. Alles ist safe, alles ist gut. Alles ist... Oh. First try. Brauchst du eine Beatmungsmaschine? Nicht überholen. Mal rufen. Dräng ihn runter. Mach mal Stress. Ah, oh, schneller. Komm, fahr doch mal ein bisschen dichter auf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier abläuft. Ich hoffe, jeder hat sein Perso dabei. Und seine Impfung. Impfe, wollte ich gerade sagen, Impfpass. Geil, ey, guck mal, und schon ist diese Station hier kein Problem für uns. Überhol den doch einfach. Nein. Doch. Jens. Dann nach rechts. Unglaublich. Das ist der wilde Dschungel, da gibt's keinen. Lieg doch ab, du Arsch. Mann, ey. Da sollen wir noch kurz irgendwo halten. Nochmal kurz jemand nochmal Pipi. Ja, ey, wollte ich grad nochmal pinkeln, nochmal kurz was essen. Ist hier irgendwo ein Mac ist. Hier mal kurz über die Hanfplantage. Na, sogar da ein bisschen was pflücken. Als Andenken. Ja, hier in den. Guck mal, da liegt was drin. Ne? Was mit mir? Ja, weil ist doch einer. Fuck. Gleich machen die eine Alkoholkontrolle. Die Mülltonne stand gestern noch nicht. Ah, was? Oh, jetzt, ey. Scheiß. Aber wir können immer noch unbemerkt zum Anwesen, oder was? Nein. Da haben sie auch was anderes. Ich nee, Moment, dann triggert's. Ja, aber weil wir haben immer noch... Ah, nee, das ist ein selbstgesetzter Point. Okay, nee, Leute, vergesst. Hier ist interessantes. Nein, wartet, Leute. Doch, hier ist ein Gabelstapler. Aber ein alter. Unos Caputos. Ich hau den aufs Maul.
Bam. Warum kann ich die scheiß Bomben mir nicht richtig einsetzen? Ich muss die AP-Pistole aus der Hand nehmen. Das wird sein, aber das kann ich nicht. Da steht der Jens auf dem weiten Feld. Bring euch alle oben. Oh mein Gott. So. Jetzt wie gerade eben. Oh, das war so gut. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Oh Mann. Will man mal lustig sein? Das wird einem sofort bestraft. Das ist echt so ein bisschen Sightseeing, ist schon wieder. Bisschen Sightseeing, bisschen mal die Lage entspannen. So eine Scheiße. Das ist schon wieder verpönt, ja. Am einfachen müde. Das kommt noch dazu. So Leute, jetzt ein perfekter Run. Jetzt aber! Rein, Bolzenschneider, alles umlegen, Klamotten an, in den LKW los. Also in Sachen Basejump wäre ich auf jeden Fall immer besser. Ich wusste es! Warum wusste ich? Viel Spaß beim Schwimmen, du Basejump. Bolzenschneider ist gesichert. Schauen wieder. Hier liegt ein Fallschirm. Schon wieder. Ich nehme das Auto hier. Alter. Aufkommen, auf. Auf. Miau. Da mal die Lichter ausgemacht. Alles klar. Jetzt muss ich warten, bis der auf dem Silo wieder komplett rumgelaufen ist. Aha. Kümmert ihr euch um da hinten die? Wenn ich da hinkomme? Ich gebe mein Bestes. Achtung, Patrouille. Ich denk gerade, Alter, was ist. Wer schießt denn da? Ich hab schon auf den Alarm gewartet, bin ich ganz ehrlich. Weil die Arschloch-Patrouille dreht ja um und kommt wieder zurück, gell? Ja. Machst du hier irgendwelche. Sexuell anfossierte Anspielungen. Anfossiert. So, Silo ist tot. Patrouille. Ich dürfte außer Sicht sein. Der andere Typ macht seinen Spaziergang auch hier hin.
wie wir es geübt haben. Nice. Ah, die zwei stehen wieder da hinten. Good night, motherfucker. Wie sieht's da vorne aus mit dem Waffen? Warte, ich geh mal lieber hier hinter dem Haus lang. For it. Max, alles in Ordnung? Go. Oh ne, der kommt hier. Oh, auch nicht. Ich weiß nicht. Jetzt oder nie? Ja, bitte ein anderes Outfit anziehen. Was sagst du? Hallo? Weil mir sich gerade so die Hose hochgezogen hat. So, direkt auf Zivil umsteigen. Also, Waffe wegschicken, meine ich. Ja. Diesmal ohne Umwege und möglichst nicht hinter. Diesmal sitze ich vorne. Der will doch eh hinten rein. Ich sehe die Mädchen. Nicht nur da. So, wir preschen jetzt einfach Vollspeed durch. Ja, aber halt dich ein bisschen an die Verkehrsregeln, jetzt ohne Quatsch. Die Schnauze. Und keine Verkehrsregeln. Ja, aber zumindest keine Schäden anrichten. Dann spiele ich ein bisschen an meine. Sorry! Dann spiele ich ein bisschen an meiner Eiche rum. Lässt sie ein bisschen im Fahrtwind lüften, oder? Ja. Wehe, du hängst jetzt im Fenster raus. Welches Fenster? Dieses riesige Panoramafenster hier. Ah ja. Alter, da bin ich froh, wenn wir nicht mal im Anwesen sind, ey. Hat er jetzt auch nur 3 Stunden gefahren. Halt die Schnauze, es war noch ein Haufen Vorbereitung dabei. Ja gut, aber im Verhältnis. Gut Ding will Weile haben. Ja eben. Ach so. Ja. Wir sind gefangen in diesem Loop, bis wir es geschafft haben. Komm, ich bin jemand aus diesem Traum auf. Albtraum. Du bist ja zu verdammt, meine Stimme zu hören, bis du es geschafft hast. No. Wieso? Irgendwann wird deine Stimme zu Stefans Stimme und du wirst sie überhören. Ich bin die Stimme in deinem Kopf. Langsam, langsam, Alter, langsam. Oh. Ja, das passiert jede Woche. Dass ja, du meine Stimme hörst. Diese Typen auf. Alter, ich bin voll aufs Instrumentenbrett geklatscht. Wie dumm das aussieht! Warum fall ich jetzt? Oh Mann, wie das aussieht! Total glaubhaft! Hat funktioniert. Oh, wir sind echt drin. Ach du heilige Geil. So, legen wir jetzt die um, die hier stehen. Ja, dann Wachen umlegen oder was?
Ich traue mich nicht, hier irgendwas zu machen. Ich hätte jetzt gesagt, Wachen umlegen. Ja, ja. Ja, müssen wir ja, weil mit den Klamotten kommst du bis zum Vorplatz. Guck mal, hier ist, der Käfig. Hi Dave. Alter, der Typ ist ja richtig fett. Der hat die ganze Zeit mit Miau gesagt. Ja, ja, Dave. Dieser Typ, mit dem man... Alter, bitte sag mir, dass du ihn in einem Schuss umlegst. Der Schlüssel! Schlüsselkarte, Schlüsselkarte, Schlüsselkarte. Dann geschehen. So, die zweite ist im Büro. Wir können direkt hoch. Es sei denn, wir holen noch die Schlüssel für die Pool. Räumlichkeiten hier. Ja, die gehen wir vielleicht erstmal hoch. Junge? Ja, eine Kamera. Aber die Kamera sieht ihn nicht. Irgendwas passiert. Ah ne, oh, ich dachte, wir wurden entdeckt, aber das ist einfach nur eine Propagandarede, oder? Zeichen für Mittagspause. Ja, lass mal hochgehen, oder? Was ist der schnellste? Ja, lass mal lieber hoch. So, legen wir den hier um? Ja. Ich glaube, dass ein Rückweg ist, ne? Nehmen alle mit, ja. Warte mal. Das war... Achtung. Hm? Da vorne. Was? Ja, ich gucke immer ein bisschen auf die Karte. Oder wo ist der? Ist der unten im Hof? Ist auf unserer Höhe. Achtung, wo ist der Juggernaut? Ja, das ist ja hinten der rote. Ja, ja, aber... Den kann man auch gezielt mit ordentlich Kopfschüssen ausschalten. Ja, aber wollen wir vielleicht erstmal hoch und die Karten sichern? Ja, aber... Bevor wir jetzt hier versuchen, irgendwie... Beruhigt da, wenn der Juggernaut weg ist. Ich wäre beruhigter, wenn wir im Keller wären. Hier fehlt die Schlüsselkarte für diese Tür. Kommt mal haben schon. Leute. Max, ich lauf dir einfach hinterher, ja. You will need two keycards for this door. Moment, kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch! Ey, der ist sogar. Weg. Kaufen wir uns. Leute. Hey, das funktioniert so nicht. Wenn du den ausschaltest, dann. Also, wenn du ihn nicht direkt tötest, dann ist der Alarm am Start, gell? Ja. Lol. Weil liegt jetzt eine Kamera, oder nicht? Dann schalt die Kamera aus. Ich krieg gar nichts mehr. Wann kommt der nächste Fläche runter? Von hinten ist die Maske wahrscheinlich nicht kugelsicher. Deswegen kannst du ihn jetzt so einfach ausschalten, oder? Wahrscheinlich. Boah, Leute, hier sind wir echt unsafe, gell? Office.
Aber da hat immer noch keiner was gegen die Kameras gesagt, also. Ich bin da irgendwie zuversichtlich. So. Ich glaube, wenn du eine bestimmte Anzahl ausmachst, dann geht das erst los. Oh Gott, da kommt einer, Leute, da kommt einer. Hau ihn um. Max. Ah ne, okay, warte mal, der hat sich. Geht er einfach so? Geht. Hier ist ja noch Höhenunterschied. Ist das spannend. Genau über uns. Was? Schlüssel. Warte mal, da ist noch irgendwo, ist da noch einer. Oh, Alter, lol. Also wir haben jetzt den Torschlüssel, das bedeutet, wir kommen auch einfach wieder raus. Jetzt müssen wir nur noch da hoch. Bin hier oben. Ich hab die zweite Schlüsselkarte. Ja, dann lass runter, also sprich hoch. Warte. Ich hol mir gerade ein Gemälde. Ja, räumen wir jetzt erst noch die Villa aus? Ich mache jetzt. Ey, Stefan, kennst du schon das Geheimversteck hier? Ja, nee, kennst du nicht. Jawoll. So, warte mal. Räumen wir jetzt erst hier oben in der Villa noch rum, weil hier liegt Gold und Kram. Oder gehen wir jetzt runter? Ich weiß nicht, wie viel unten liegt. Ja, unten ist ja zumindest mal dieser Bonus, den wir haben. Wo ist hier Gold? Den sollten wir unten im Keller. Oder hier auf dem Gelände. Also hier ist zumindest noch ein Gemälde. Oh, weißt du, ja, aber vor ein Gemälde... Mit der zweiten Schlüsselkarte kämen wir da rein. Achso, ja, da können wir jetzt natürlich nochmal hingehen, ja. Achso, wartet mal, stopp. Das Gemälde ist... Warte, ich muss jetzt erstmal runterkommen. In dem Gebäude. Oder? Gemälde ist links von uns. Wie kommen wir da rein? Oh. Nicht runter. Ja, ansonsten ist es egal, wer die Schlüsselkarte hat. Weiß ich nicht. Ansonsten gehen ich und der Max schon mal zu den Schlüsselkarten. Hier zu den Schlüsselkarten. Ja. Ja. Okay. So, wir kommen. Aber wir müssen rein. Runter. Alter, schöner Wagen. Wir müssen runter. Gut. No witnesses. Hast du ja auch geschlossen, ja. Ach nee, das. Ich glaube, das ist. Da kommst du doch raus, wenn du aus dem Büro rauskommst. Hey, also dann unten im Keller, glaube ich. Dann das hoch. Leute, wo seid ihr denn jetzt? Auf dem Weg zurück. Irgendwie? Achso, auf der anderen Seite. So, hier ist noch nicht gehackt. Lol. Auf der Müffel. Ich muss sagen, diese Mütze passt so perfekt in deinem Typ. Zumindest einmal Geld, einmal Gold, nochmal Geld. Den Rest sehe ich jetzt gerade nicht. Ich kann. Und da hinten ist nochmal Gold.
Ich will auch so einen bescheidenen Schreibtisch, ja. Drücke eh um die Schreibtisch. Ja, ich kann die eh um die Schreibtischschublade zu öffnen. Was? Da ist ein fucking Revolver drin. Das an. Waffe freigeschaltet. Perico-Pistole. Sag mal. Wer das mit? Hier. Ja, aber toll. Die gibt's nur einmal natürlich. Ich hab ne goldene Pistole. Lol. Ja, Auszeichnung Goldrausch. Goldrausch. Ah. Auch. Goldenen Revolver. Na, was sagst du hier? Ich weiß nicht, ich bin wie immer einfach enttäuscht. Der ist auch einfach Perico-Pistole. Perico-Pistole. Voll geil. Schon ja, geil. Müssen wir uns dann für die nächsten 500 Mal merken, wenn wir hier aufschlagen. Ja, dann müssen Moment. Wir jetzt. Ist die wertvoll? Das ist eine Waffe, also. Ja, das ist jetzt wieder so wie der Navy Revolver und so. Der Max hat es einfach mal wieder irgendwie geschafft. So, ich hab den Bolzenschneider. Also weg da. Also ich kann Sprengstoff dran machen. Ja, ich kann Bolzenschneider und dann bleibt Stefan, warte mal! Achso. 3, 2, 1. Guck mal, ey. Synchroner geht's ja wohl nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir Bargeld mitnehmen sollen. Ich mach das Gemälde ab. Ja, erstmal die. Nehmen wir euren Kram zuerst und dann machen wir einfach nur die Taschen voll. Das ja, aber hier liegt halt nur Bargeld in dem Ding drin. Dann nimm mit. Ja, aber hier ist auch ein Gemälde, habe ich jetzt hier gerade noch entsorgt. Entsorgt, ist aber schlecht. So. Wir haben das Hauptziel, weswegen wir hier sind. Das Hauptziel, Alter, wie viel Geld? Wie viel Beute, meine ich? Hackst du? Was muss ich dann nochmal hacken? War das schwierig? So, hier ist alles weg. Wow. Was, wie sieht das Hacken dann nochmal aus? Du musst den Fingerabdruck aufbauen, das ist eigentlich relativ einfach. Oh. Wachen. Angeblich. Ja, ja. Aber lol, ich bin schon fertig. Beim ersten. Ist doch offen. So. Wie meintest du, wo, was? Moment, was ist das hier für ein Raum? Hier rein? Nein. Waren wir schon mal hier? Waren wir schon mal hier und was ist hier? Also, kommen wir hier raus? Entriegeln. Oh, ich hab sogar einen Schlüssel. Sehr praktisch. Komm auf der anderen wir sind Seite draußen. Raus? Wir sind einfach hier draußen dann. Kommen wir auf der anderen Seite raus? Wir haben halt keine Kletterausrüstung. Das bedeutet, wir müssen beim Haupttor raus. Da waren wir relativ in der Nähe vom Haupttor, gell? Das kann ich jetzt sogar nicht sagen. Weil das Gebäude einfach so riesig ist. So, warte, da hinten ist nochmal Gold. Hier ist nochmal. Warte. Wer ist bei mir? Ich. 3, 2, 1. Timing is everything. Ach. War aber knapp. Gold! Die Schnauze. Das ist schon mal meins. Oh, ich bin voll. Leute, ich bin voll. Ja, ich hab noch ein bisschen Platz. Hol das Gold. Hol Gold anstatt Geld. Alter, das ist viel. Ey, wir haben fast drei. Ich hab noch ein bisschen Platz. Dann ich hab komm. Auch noch. Ich hab 3 Millionen können wir voll machen. Ja, ist hier noch was? Jetzt
so richtig. Ja, auf dem Anwesen ist noch einmal Gold. Gehen wir da hin oder gehen wir jetzt raus? Und da hinten ist auch noch ein Tassenfeld, was man. Also da hinten, unten in der Ecke, da ist. Kann man noch Sachen gut holen. Ich würde sagen. Also, ich würde fast sagen, wir gehen raus, leider. Oder wir. Achtung. Lass lieber, glaube ich, hier hinten lang gehen. Aua. Kommt da gerade hoch, gell? Der ist unten. So, geht weg. Kommt der hier hoch? Ja, komm, lass einfach hier raus. Wollen wir die da oben umbringen? Ich hätte den theoretisch im roten T-Shirt. Ich habe weiß anvisiert. Okay, dann 3, 2, 1. Lol. Sigue por ahí. Todavía no ha terminado. Haben wir gerade Gespräche von dem Wachen gehört oder was? Ja, wenn du Spanisch kannst. Nein! Das war doch übersetzt. Alter, ey, was ist denn jetzt hier eigentlich los, Leute? Ist ja hier mega der Wahn. Ich glaube, wir können nicht. Können wir den Transporter raus? Können wir den Fiat 500 nehmen? Hey, geht ihr jetzt raus oder was? Ja, ich was holen wir jetzt vor. Nee, wir gehen raus, Leute, wir gehen raus. Nein, ich pack mir jetzt noch die Taschen voll. Halt hier die Position. Wo bist du? Da hinten, ey. Ich will aber auch nicht alleine jetzt am Tor gelassen werden. Wir fahren halt einfach die Position. Vertrau dir. Bestimmt. So, kann man da hinten noch mal aufmachen? Jo. Scheiße. Hä? Nee, von wo? Wenn ihr jetzt gesehen werdet, ich wusste es, wir hätten rausgehen sollen. Die Schnauze. Dann kommt jetzt zum Tor. Auf dem Tower. Wir hatten das mit. Warte mal. Braucht man hier zwei Zugangskarten? Komm her. Hier. Achso. Jetzt kann man hier gar nicht mehr raus. Lol. Du musst nur als gesamtes Team, komm. Also. Nee, der. Ist noch das? Ja, nicht du hast nicht die erforderliche Ausrüstung, okay. Kommst du jetzt mal her? Ja, ich dachte, ich war bei einem anderen Tassenfeld. Ah. Andere Seite. 3, 2, 1. Geh mal rein aus der Tür. Oh je, das wird jetzt ja richtig eklig. Ich hab noch so ein Fitzelchen übrig. Dann kann ich mal meinen goldenen Rico-Pistole ausprobieren. Ey, die Leute sind nicht gepanzert, wie viel halten die bitte aus? Lol, die sind One-Shot. Jens, wo gehst du hin? Dann außenrum. Weniger Leute. Max, waschen wir jetzt im Ausgang jetzt oder was? Oh, 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 das ist okay. Ja, mit deiner scheiß Perigo-Pistole. In einem Ausgang. Ich auch. Komm ran. Ah, du bist einfach die Route bestätigt. Guck mal, ey, wie ich das klär. Nicht. Vergesst es, ey. Der große Knopf. Große rote Knopf. Der war grün, aber egal. So, er schießt direkt das erste Fahrzeug, das hier reinkommt. Alle auf ein Auto jetzt. Das ist wichtig. Warte. Komm. Komm, 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 komm. Ist jetzt jemand Wegpunkt?
Solange du hier alle umhältst. Schon. Ich glaube, wir sind von rechts gekommen, gell? Aber ich vertraue jetzt einfach mal an. Ja, siehst du ihn? Ich sehe ihn. Aber es wird keine Spazierfahrt. das ist eine ungewollte Abkürzung. Leute, was ist ja... Ach, wir haben die Luftabwehr gar nicht ausgeschaltet. Natürlich haben wir die Luftabwehr ausgeschaltet. Das fühlt sich nicht so an. Das Ding... Ja, da ist einer auf einem anderen Steg. Los! Warum? Ich bin ein Schiff drüber! Easy. Alter, ich bin fast tot. Hey Leute! Fahr! Fahr! Rechts! 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 Max! Max, spring hier runter! Ich versuche mich um den zu kümmern. Ich vermute, du kannst nicht. Ich kann nicht auf den Heli ziehen. Oh, ich kann nicht. Bisschen weiter nach links, bisschen weiter nach links. Ich bin gerade nicht am Steuer, Moment. Warum bist du nicht am Steuer? Ja, weil ich geschossen habe mit der normalen Waffe Steuer. Halt. Wo muss ich hin? Ich bin am Steuer. Ich bin gar nicht am Steuer. Alter, Leute, wir haben fast 200.000 verloren. Oh. Heftig, ey, aber wir hatten mal so viel Geld kurz in Händen. Hey, wie viel hatten wir denn? Wir hatten 3 Millionen und ein bisschen was. Ja. Aber so. 2.888.000 immer noch ein Haufen Zeug. Ja, also mehr als bei jedem Casino oder heißt. So, ich krieg über 50% davon nach dem ganzen Abzug. Das ist jetzt, musst du jetzt 50 Headshots mit dem Ding machen? Ja, mit Kugeln durch Löcher. Ja. Guck mal, ich hab sogar Gold, ey. Da könnt ihr mal sehen. Ich hab Blatt. Nix gibt's. So. Nicht schnell neu starten, so. Das war aber hoch angesteckt. Geil. Alles war doch einfach. Warum seid ihr schon wieder in normalen Klamotten? Nee, ich bin. Bei mir seid ihr in normalen Klamotten. Warum? Und dieser weiße Bildschirm. Jetzt bei der Endszene oder was? Ja, ja. Bei der Endszene waren wir jetzt alle noch so. Bei mir nicht. Wir waren noch nass geschwitzt von der ganzen Scheiße. Ja, alle Einschusslöcher. Kannst du da rausholen? Ist es. Ja, aber wie viel Platz hat ihr noch in euren Taschen? Keinen. Noch schon. Ja, siehst du. Und wir waren bei. Ja, wir waren bei 3 Millionen. Also viel mehr wäre nicht drin gewesen. Ich hätte anstatt Geld hätte ich noch Gold nehmen können, zum Beispiel woanders. Es gibt kein Gold mehr, wir hatten alles Gold. Das ist klar. Nee, das wurde ja nicht alles angezeigt. Das ist halt, man konnte ja noch mehr finden. Theoretisch gesehen, aber okay, und wir sind nur zu dritt. Also wäre jetzt noch der Kai da gewesen zum Beispiel. Ja, dann hätten wir noch vielleicht. 3,5 mehr. Ja, eben. Vielleicht knapp 4, wenn wir es geschickt gemacht haben. Ja, ich habe jetzt 1,6 bekommen. Ja, ich bin auch, ich habe einen weißen Bildschirm. Ich auch. Ja, so. Schneeweiß, ey, schneeweiß hier. Das kennen wir doch schon. Ja, aber um 1 Uhr nachts. Um schneeweißer Bildschirm. Dafür sind meine Augen nicht vorbereitet. Ah, ich verbrenne. Ja, war mega. War zäh und hart, aber es hat geklappt. Unglaublich. Deine endgültige Beute 508.400. Exakt. Die Pantherstatue, die habe ich nie gesehen. Die war blau. Gut, das ist eine gute Panther.